Oder ich weiß nicht, ob da. Lian, bist du noch da? Wo muss ich hin? Ah, ich hab's gemacht mit meinem eigenen Signal, Mann. Ja, und? Wow. Ja, ist so sch- ja, dann drück mal jetzt immer nicht, weil ich gucke gerade, wo der Weg. Okay, jetzt habe ich den Weg gefunden. 30 Sekunden ist ja mal mega viel dafür. Ja, los, dann kommen wir alle hier zum Startpunkt. Alessandro. Was denn? Komm bitte zum Startpunkt. Jetzt weißt du auch, wo der Weg ist. Nee, das ist nicht der Startpunkt. Doch, ist er. Was macht Liam eigentlich? Hast du schon gedrückt, Liam? Ja. Nee, der ist oben noch am Gammeln, der Typ. Er sagt wieder, das war gedrückt, aber. Wir sehen das nicht existente Signal, ey, du Spasti. Ich hab gedrückt und mein Signal. Bin durch. Wir sehen nicht von dir, du Schuftel. Was ist das denn, ey? Bin durch. Jetzt drück doch mal. Ah! Komm mal hier hin. Jetzt kommt doch mal alle hier hin, bitte. Ja, ich bin doch hier. Liam, komm runter. Alessandro, komm hier auch runter. Jetzt drück doch mal bitte drauf. Ich hab das alleine mal gemacht. Nein. Nein, da auch nicht. Kommt man da überhaupt? Nein, da auch nicht. Hier, Alessandro! Mann, ey! Los! Ja, ich hab's gewusst, Mann! Ihr seid so eine Sklaven, Alter! Ich drück nicht auf den Knopf, Alessandro. Nein, sag bloß, ey! Ihr seid so ein Sklaven, Alter! Ich muss aber hier chillen. Besser. Fang ihn da ab. Waren das 30 Sekunden ungefähr oder war ich zu schnell? Ja, geht auf. Okay, war mein Signal. Junge, ihr habt ja. Ich stand 8 Sekunden noch davor mindestens. Ich war mega einfach. Junge, du bist so behindert, verpiss dich, Mann, aus meinem Leben. Ganz einfach. Du ja wieder sein Sperma, ey. Jo, Tür ist offen. Tür ist offen. Ich weiß nicht, wer da gedrückt hat. Das ist noch ein altes Signal. Altes Signal, ein altes Signal. Das bringt ja auch nichts, Lian. Wir waren schon wieder offen. Doch, nein. Bringt es. Macht einen nämlich übelst nervös, wenn jemand die ganze Zeit vor einem sprengt. Die Sprünge nicht so geil macht wie man selber. Ich glaube, ich bin gerade runtergeschlagen. Ich glaube, ich spring gerade in den Speicher. Ich krieg gerade Panik, wo muss ich lang? Ich frech. Ich hab gerade keine Ahnung, wo ich lang muss. Scheiße. Ich bin jetzt halt von die Arme gesprungen. Seine Ärmchen. Ärmel. Kanal. Wollte ich auch noch sagen, nee. Voll die Gedanken über Ertragung. Oh nein! Boah, Alter, ich muss aber schon wieder Pingo. Wenn du willst, alles andere ist und die Tür geht auf. Kannst du runtersprungen, das ist kein Signal mehr. Ach, ich hab's geschafft, ey! Hey, die Tür ist doch gar nicht offen. Echt, die ist nicht aufgegangen. Man hätte diesen Fehler nicht gemacht, hätte es noch bekommen. Die war ungefähr 2 Sekunden vorher offen. Ja. Bevor du rumgeheult hast und das runtergefallen ist. Ich bin so hässlich, ey. Das hättest du eh nicht. Ich bin hässlich und ich bin stolz. Ist der gedrückt, alles? Nein. Hast du gedrückt? Nein. Das bringt doch einfach nichts. Das bringt dir einfach nichts. Ich hab's ja gerade schon gesagt, dass das bringt. Ja. Ich geh mal kurz die Bauhauszeitung durch. Ach, okay. Boah, ich hab grad einen Querschläger, jetzt stinkt. Ich hab vergessen, alles dann komm ich auch runter. Aber wollen wir uns so einen geilen Pool hier holen? Hast du gedrückt? Nein.
dir sogar einen kleinen Vorsprung gewährt. Wollen wir uns diesen geilen Pool hier holen? Die Tür war gerade übrigens auch. Der ist so Durchmesser 3,5 Meter und knapp einen Meter hoch. Ist nicht zu klein. Okay, dann gucke ich mal, was ich noch habe. Dann habe ich hier einen, der einen Durchmesser 3,6 ist und 1,10 hoch. Arschloch, wo bist du? Okay. Ich hab dich gesehen, du bist da oben am Gammeln, komm runter. Oh, kennt ihr die so richtig hart nach Holz riechen? Nach Holz? Ja, Holz. So einen hatte ich gerade. Yeah. So ein Holzfurz? Ja. Ein HF? Wieso, Alessandro? Wieso? Ich hab selber auf meinen Knopf gedrückt. Ja, ist mir doch egal. Oder so ein Blockbohlenhaus. Da haben wir einmal Mika, das Blockbohlenhaus Vasa und das Blockbohlenhaus Style. Wie viel kosten die denn? Also das Mika, das kleinste, kostet 398 und das Blockbohlenhaus Style, das größte, kostet 1199. Die sind zu armselig, oder? Aber da ist ein ganzer Room drinne. Sockelmaße, also 2,37 mal 2,43. Weil, könntest du einfach so ein kleines Zockerhäuschen bauen, ey. Ist ja auch genauso eingerichtet, wirklich. Ist einfach so ein richtig fetter Bildschirm drin. Ein Stuhl, ein Ventilator. Perfekt. Was ist das? Warte mal, Wayne. Ich habe ja eine Zeitschrift, ich habe ja so eine App, die mir Zeitschriften zeigt. Ja. Willst du jetzt wissen, was ich für eine Zeitschrift habe? Ja, von welchem Laden? Von welchem Laden? Von Bauhaus, der Stadtgarten. Bauhaus. Heißt einfach Bauhaus. Was ist denn das? Hab leider nichts gefunden. Wie wär's, wenn du mal die Challenge machst und nicht ganz halt wieder AFK rumstehst für die Zuschauer? Ich hab diese Challenge schon gemacht. Das andere musst du noch machen. Oh lol, du bist schon mal gegangen, okay. Alessandro, machst du es mal oder sollen wir dich mal reporten? Nicht auf den Schalter da drücken. Nee, mach ich doch nicht. Ich springe die Challenge eh immer vorher ab. Ich springe die doch nicht blind, das ist doch voll dumm. Das schafft man es nie beim ersten Versuch. Kann man es auch einfach nur sparen, ey. Jetzt erstmal. Israel Kamikavivole. Ja, okay, komm, wir machen es jetzt. Alle hier hin. Alle auf dem ersten Klotz, würde ich sagen. Ich will es auch erstmal probieren, oder? Ich hab's doch noch gar nicht gemacht. Ich bin hier vorne gleich runtergefallen. Seh den Raum an, ist mir zu groß. Hier lang. Ja, okay, komm, scheiß drauf. Probieren. Hast du schon gedrückt? Nee. Hey. Alessandro, wo bist du? Komm runter. Hast du jetzt schon gedrückt, Liam? Nee, ne? Ah, jetzt bin ich gedrückt. Okay, los, let's go. Scheiße. Wenn man eigentlich eh genug Zeit. Also runterfallen kann man sich halt nicht erlauben, aber. Ja, ich glaube, man kann schon genüsslich diese Sprünge machen. Eigentlich schon, aber wir sind halt einfach nur Quake Pro. Deswegen wollen wir es halt immer ziemlich schnell machen. Fick dich! Ich? Eins gemacht, Junge. Ach, Junge. Das ist voll schwierig, das beim ersten Mal so schnell zu reagieren, wo man lang muss. Fuck, wo muss man lang? Wo muss man lang dauern? Nein! Ah, nee, jetzt kann ich glaube ich schon nicht mehr schauen. Doch, kannst du. Ich hab noch ein Signal. Ah, oh, ja, spring. Spring, Wayne, nimm mein Signal. Ja, ich versuch's. Du musst mein Leben leben. Du warst ja so gut wie hinter mir eigentlich. Also. Ja, ich habe aber trotzdem gedrückt, als ich losgerannt bin. Da solltest du ganz locker schaffen, nochmal wieder. Wohin, Alter? Junge, wie weit. Ja, okay, jetzt bin ich runtergefallen. Ich habe aber gerade nochmal gedrückt. Ein Dreier-Diagonal ist doch blöd. Junge, da läuft gerade mein Signal. Noch läuft es gut. Alessandro, der Wichser wartet natürlich wieder. Das ist aber nur langweilig. Stimmt nicht, ich bin noch am Jumpen. Stimmt gar nicht, ich bin noch am Jumpen. Ja, nimmst trotzdem da ja nicht dein Signal, Digga. LOL. Hast du gedrückt?